Was geht ab? Wir haben, ich glaube, den 5. September 2019. Uhrzeit ist mal wieder nicht so wichtig. Und mein YouTube-Kanal BernhardTV hat 1935 Abonnenten, glaube ich, 460.000 Klicks oder so. Und ja, während Eintracht Frankfurt jetzt gerade so in der Länderspielpause schlummert und sich vorbereitet und so weiter, ja, lassen wir das ganze Thema jetzt mal erstmal für heute gut sein. Ja. Ich meine, so viel gibt es jetzt eh nicht zu erzählen. Ja, Silva ist da und hin und her, alles wird gut, wir werden schon oft genug und viel über Eintracht sprechen in naher Zukunft. Ja. Was ein wenig zu kurz gekommen ist, ja, weil... Warum halt? Weil tausend andere Sachen immer so dazwischen kommen und hin und her, ja. Ist mein Mixtape, liebe Leute, ja. Ich habe ein Mixtape gemacht, ja. Wer es noch nicht weiß, now you know, bitches, ja. So, ein Mixtape mit 22 Liedern, ja. Battle Rap, ja. Sind ja schon einige Lieder draußen. Es möchte euch hiermit auch damit ankündigen, dass am Montag das nächste Video rauskommen wird. Und diesmal endlich mal eins der älteren. Ich habe vor 100 Jahren schon Videos gedreht und habe dazwischen immer andere gedreht, ja. Aber jetzt kommt eins raus, was wir im über Ostern, glaube ich, über Ostern gedreht haben in Paris. Ja, das kommt am Montag raus, auf Instagram und so weiter werden bis dahin auch Trailer und sowas folgen. Aber worauf ich hinaus will, liebe Leute, ja, das Mixtape, es ist da, ja, es ist immer noch erhältlich. Ich habe gerade auch ehrlich gesagt den Überblick verloren, weil ich die letzten Tage und Wochen so viel anderes zu tun hatte. Ich weiß gerade nicht, wie viele Bestellungen das waren zuletzt. Ja, und es sind noch einige eingegangen, aber es sind auf jeden Fall noch einige da, liebe Leute. Es gibt nur 100 Stück von diesem Mixtape, ja. Es wird nur 100 Stück als CD in Bundle-Variante geben. Im Bundle sind die CD des Mixtapes, ja, 22 neue exklusive Tracks produziert von Exclusive, ja. Und dazu gibt es ein T-Shirt. Dazu gibt es halt einen Mund. Oder hat er mich gegrüßt? Ich weiß es gar nicht, ja. So, jedenfalls, dazu gibt es mein letztes Street-Album als CD, Hard Aber Rapper. Dazu gibt es mein erstes Debütalbum, Verstehen Sie Rap, als CD zusätzlich, ja. Alle CDs sind markiert, ja, als Limited Edition, sprich, jede CD hat eine eigene Nummer, ja, 1 bis 100. Es gibt meine Bernhard-Fandy-Nummer dazu, ja, ich bin immer erreichbar. Für meine Fans, für meine Supporter, ja. Die kriegt auch meine richtige Handynummer, kriegt ihr dazu. Und, ja. Das reicht auch schon als Bundle, verdammte Scheiße. Das ist schon gut, ja. Andere Sachen sind bestimmt auch da. Ich hab schon vergessen gerade, ja. Deswegen, liebe Leute, falls ihr Interesse daran habt, ja, falls euch die ersten Auskopplungen, ich sag nicht Singles dazu, ja. Was ich vergessen habe. Ich sag nicht Singles dazu, weil. Singles sind so die Dinger, die du so aussuchst, wo du sagst, oh, das sind die stärksten Tracks des Projektes, oh, die werden am meisten erfolgreich sein und Geld reinholen. So war das gar nicht gedacht. Ja. Wir haben einfach, ey, es werden, keine Ahnung, 8, 9, 10 Videos rauskommen und es sind nicht alles Singles. Wir haben einfach gesagt, ey, wir nehmen coole Tracks, wo wir einfach Bock und Zeit gerade haben, drehen ein Video dazu und hauen es raus. Ja, nicht, dass ihr denkt, das waren die stärksten Tracks, von nicht so, ja. Wir machen einfach Videos, raushauen Tracks, fertig, ja. Wo ich ganz ehrlich auch sagen muss, mittlerweile, oh, ich hab die Stelle vergessen, Moment, schweige Minute. Ich bin so lange nicht, ich hatte 2 Wochen Urlaub, ich bin so lange nicht vorbeigefahren, okay, stimmt. Okay, ihr wisst, für das Mädchen. So, jedenfalls, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, boah, ich kann es auch nicht mehr sehen, ehrlich gesagt, Videos zu drehen und zu schneiden, also für mich selbst. Wenn jetzt Kunden kommen, gerne, ja. Aber so, ich sitze jetzt gerade am, ich weiß nicht, 8. oder 9. Video, was wir gedreht haben, schneidet es und ich merke schon so, wie ich so, oh, es geht nicht mehr, ich kann das nicht mehr sehen, ja. Ja, ich zieh es durch jetzt, muss natürlich sein, ja, brauchen wir natürlich hier ein bisschen Material, ja. So, nichtsdestotrotz, das ganze Projekt
wie gesagt, war ja auf 100 Stück limitiert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele verkauft wurden, aber es gibt auf jeden Fall noch einige, ja. Und ich wollte jetzt dieses Video eigentlich nutzen, um mich darauf hinzuweisen, ja. Das ist das Bundle, ja. Nur noch, heute ist Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Das wird es nur noch eine Woche lang geben. Denn das eigentliche angedachte Release-Datum war ja der 30.08.2019. Kurz bevor ich damals die ganzen Sachen ins Presswerk schicken sollte, ist halt etwas passiert, was halt immer ist. Ich schwöre es euch, ich habe in meinem Leben, in der Vergangenheit auch mit meinem Label und sowas, öfter CDs produzieren lassen und sowas. Und es ist noch nicht einmal alles so gegangen, wie man sich das erhofft und das alles klappt. Ja, es geht immer was schief. Immer. Es war ja auch klar, ja. Und diesmal war das, also die CD mit dem Presswerk habe ich ja noch gar keine, weiß ich noch gar nicht, was da noch alles schief gehen kann, ja. Denn die kommen noch, die CDs. Aber, ja, zwei Tage bevor ich das dann da hinschicken sollte, ist dann halt, gab es Probleme mit dem Grafikdesign, muss man jetzt auch nicht näher erläutern. Und ja, da hat sich das alles verzögert und hin und her und da. Und dann war ich halt gezwungen, das Ganze nochmal zu verschieben. Haben wir jetzt den 20.09. angepeilt. Und ja, liebe Leute, danach wird es keine Bundles in dieser Form geben. Ja, das heißt, es ist eine einmalige Gelegenheit noch. Ihr habt noch 7 Tage, ja. Dann wird es vielleicht noch, wenn ein paar CDs übrig bleiben, ja, die CDs, CD 1 geben, ja. Aber das Bundle, so wie es jetzt ist, wird es nicht mehr geben. Das ist die letzte Möglichkeit. Und ja, die letzten, ich weiß nicht, wie viele das noch sind, wie viele noch da sind, 30, 40 CDs oder sowas, die noch nicht bestellt wurden von den 100. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ihr Lust habt, das Ganze hier zu supporten. Ja, ihr müsst nicht, ihr seid nicht gezwungen. Aber ich würde mich sehr freuen, ja, weil ich jetzt gerade so vielleicht Pi mal Daumen das Geld raus habe für Produktion der CD und alles drum und dran, ja. Und ein bisschen mehr schon drin. Ich habe gerade überlegt, so, ja, das kostet so. Ja, also es ist okay jetzt, ja, aber wenn ihr noch wollt, dass ich mir ein Eis kaufen kann, Döner dazu, ja. Eis und Döner, gut, ja. So am besten Döner und dann so Eis rein, anstatt Soße. Also sagt da Knoblaucher Joghurtsoße, Schokoladeneis. Am besten. Ja, jedenfalls, hey, bestellt es euch. Das würde mich sehr freuen. Das ist eine gute Sache. Und wie gesagt, einige wollten ja noch. Ich habe noch mit einigen gesprochen, so, die wollten ja noch. Haben es verschlafen. Ich weiß es nicht. Jetzt ist auf jeden Fall allerhöchste Eisenbahn und die letzte. Ey, ich halte mein Handy ganz gerade voll im Selfie-Modus, merke ich gerade. Scheiße, ist falsch, aber egal. Ja, ihr werdet es schon sehen. Ja. Jetzt ist wirklich allerletzte Eisenbahn. Letzte, wie gesagt, ab nächster Woche wird es nicht mehr gehen. Und ich weiß, ich müsste eigentlich häufiger hier über meine Musik und über die Videos und über das ganze Projekt sprechen. Ich bin ein Spast. Ja, ich kriege auch richtig Ärger deswegen. Aber es ist ja nicht so, als würde ich nicht wollen, ja, aber es ist, ach, wenn ihr nur wüsstet, ja, es ist immer schwierig, ja, es ist zeitlich und alles und, oh. Aber es wird schon, liebe Leute, es wird, wir werden hier noch auf jeden Fall ein bisschen Werbung machen, es werden noch ein paar Videos kommen, gerne könnt ihr mir in diesem Zusammenhang mitteilen, welche Tracks euch bis jetzt gefallen haben, das Snippet ist ja auch schon, ui, was ein Deluxe-Parkplatz, ja. Das Snippet ist ja auch schon draußen gewesen. Ist jetzt natürlich noch nicht so gut. Also, okay, warte mal. Ist das, ich dachte gerade, ich werde gleich getötet. Das Snippet ist jetzt, also, klicksmäßig jetzt noch nicht so interessant gewesen wie die Videos. Die waren ganz gut, eigentlich. Also, ja, bin ich sehr zufrieden bis jetzt mit dem Feedback der Videos und sowas. Und, ja, liebe Leute, ich würde jetzt noch gerne weiter labern, aber ich glaube, ich muss jetzt langsam hier rein. Jedenfalls, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Sachen zum Mixtape machen. Ich weiß, es ging runter, ich bin ein Spaß. Ja, ich kann euch nicht alles erklären, was gerade passiert, also los ist. Ja, es ist einfach so, wie es ist. Ja, wenn ich könnte, würde ich es machen, glaubt mir, aber es ist schwierig. Ja, Instagram habe ich auch ein bisschen vernachlässigt, aber das wird alles kommen, liebe Leute. In dem Sinne,
Geht auf burnout.net, ja. Ich erzähle die ganze Zeit vom Mixer, aber vergessen, was gibt es. Gibt es nur auf burnout.net. Burnout.net, ja. Alles in der Videobeschreibung. Klickt drauf, guckt euch an, guckt euch die Videos an, guckt euch das Snippet an. Und falls ihr Lust und Interesse habt, das ganze Ding, wie gesagt, zu unterstützen oder zu erwerben, zu haben, da würde ich mich sehr freuen. Das würde natürlich auch dafür sprechen, dass es in Zukunft noch mehr Musik gibt, ja. Natürlich wird es immer Musik geben, aber ja, es ist natürlich eine Motivation mehr, noch bessere Musik zu machen, ja. Also wer weiß, ja. In dem Sinne, haut rein, ciao, ciao, ich muss los und Eintracht Frankfurt, ich warte auf neue News. Kauf das Mixtape. Burnout.net.